Was bin ich? Ein Shortcut. Da ist der Shortcut durch. Hm, ja, ja, das mag er. Ein Parfüm brauchen wir noch. Ja. Warte mal, ich mag ein Weiberparfüm. Ah, das One Million, das riecht brutal. Ah, für die Garde. Das ist richtig. Boah, du Ekelhafter. Boah, wieder. Ich riech wie ein Zuhälter, Alter. Das ist brutal. Der gute Shortcut. Das ist richtig Robert Albanian Style. Jetzt gibt's einen Schinken-Cheesy-Kopf. Schinken-Cheesy, Alter. 20 Stunden heute mit dir im Flieger. Alter, das wird geil. Senator. Da bin ich daheim, da stehst du, da bin ich daheim. Senator, lasst mich ein, die hinten in die Hund so rein. Das ist nur weißen Schicksal. Habe ich jetzt eine hin angeschafft, die Brühe? Ein wenig Dümpfe fahren wir schon über mich. Ah ja. Fazit von der Nudelsuppe. Kann man fressen, ist wirklich. Ja, also, kommst du mal vorbei, rufst ein Senator. Da bin ich da, meine Spitze, nein, da. Geht's ab. Der verarscht mich schon wieder. Ich habe gesagt, ich kann nicht einreisen, weil ich mein Essen nicht ausgedrückt habe. Ich habe gesagt, es geht digital. Jetzt geht es einfach mit doch nicht digital. Ich hau da Guschen ein, du. Vor allem das Komische da drin ist das, die laufen alle mit Anzug und Krawatte umeinander. Und dann komme ich daher mit meinen 10 Jahren ausrangierten Tockenhosen und meinen zahngefressten Birkenstock. Alter, was ist denn jetzt passiert? Das frage ich mich auch gerade mal. Alter, schau hier, was der für lange Hosen hat. Der schaut aus wie du. Alter, Vater, er hackt die komplette Stadt über die. Hat sich wahrscheinlich die Jacken einer aufgerissen, Alter. Leute grüßen den Kommentar, oder? Da geht's schon wieder gut los, Alter. Der Geri und ich haben gerade aggressiv unterwegs im Flughafen. Der haben wegen Flughafen-Shopping, verstehst du? Aggressiv Flughafen-Shopping. Nein, Mann, es geht sowas von ganz brutal auf, wie heißt denn das da? Auf Phoenix, Arizona. Verstehst du, auf Arizona geht's. Da haben wir ein wenig Werk, gell? Da fahren wir noch einen Zwischenstopp, aggressiv in den Wald, Alter. Und nachher geht's da ganz brutal weiter da hinten. Und wir nehmen ein wenig mit, so ein bisschen behind the scenes, weißt du, ein wenig lustig. Ich geh jetzt aber richtig ab bei den Leuten. Hast du überhaupt gesagt, also was wir überhaupt machen? Wir? Ja. Nein, was machen wir? Wir haben einen BMW von, einen XM und einen M2. Also ein bisschen rumwerken. Ein bisschen rumgerissen, verstehst du? Vor allem. Genau. Handgeschalten, Alter. Mit BMW sind wir unterwegs. Mit BMW haben wir unterwegs, ja. Erst durch den Super SUV fahren, ja. Den XM. Mhm. Und dann M2, mit der Hoffnung, dass wir auch einen angerissenen M2 dabei haben. Ja, Mann, aber das hoffe ich auch, Alter. Dass wir da richtig schön handgeschalten und um die Kurve reißen können. Das darf ich auch sagen, Alter. Aber da stellen wir uns jetzt erst einmal, weil jetzt müssen wir aggressiv Esterkontrolle machen, Einreisekontrolle, und nachher geht es aber richtig ab. Schau ich an der ganzen Holzgleis vorbei, schau die Klingel selber alles am Zweig. Ich werde sich schon anschauen, wie der Champagner von der Business-Klasse in die Holzklasse hinten spritzt. Excuse me? Alter, was hast denn du? Bist du da der G-Power-Vertreter oder wie? Ich bin BMW-Veranstaltung. Wirklich? Wir machen dann erstmal gescheite Software auf. Software, Mann, für die hinten, Mann, weil. Darf ich auch sagen? Grüß Gott. Ja, dann geht's da hin. Sollte man wissen, nach Denver. Genau. Nach Denver. Im Hinterbereich geht's noch mit Chicago. Das ist gut. So, grüß Gott. Wo ist denn 6? Das ist 6, da ist für den BP angerichtet. Ja. Da geht's ich rein. So, angerichtet, Alter. Lautsprecher, Kopfhörer, alles ist da. Direkt zu dem Bettel. Da kann ich richtig schön rühren, Alter. Vor allem meine Füße hin und dann geht's aber ab, Alter. Germany. Alter, der BP hat gerade da was entdeckt, Alter. Schau ich da, wenn ich da aufgetatscht, Alter. Hallo, da muss ich oben bleiben. Schau ich, wie das funktioniert, Alter. Das fällt mir da, Alter. Alter, das geht's aber richtig ab, Alter. Alter, der gut zwickt sein. Alter, was ist da los? Alter, was ist da los? Alter, da rieselt die richtig herin. Ja, freilich, vielen Dank. Ist das ein Servus da herin? So, Alter, jetzt haben wir aggressiv im Flieger herin. Da herum, wir haben so hoch, wir haben fast auf 12.000 Meter oben. Da ist die Wolken so weg. Und die Luft ist so klar, das ist ein Wahnsinn, das schaut mir aus. Ja. Das ist einfach faszinierend. Alter, jetzt habe ich mir gerade das Menü ausgesucht, mache Vorspeisen, habe ich nur im Ahornsirup, bloß mit so im Ahornsirup gepeiztes Lachsfilet. Das hört sich ja brutal, oder? Und als Hauptspeis gibt es einen Rindsrouladen für Peppi, verstehst du? Schau mir, ganz eine brutale Rindsrouladen, Alter. Da bin ich richtig da. Alter, eins muss ich dir sagen, Mann. Das ist, der Service ist brutal. Da kommt die Kabinenchefin, kommt dann daher und fragt, ob alles gepasst hat. Da habe ich gesagt, Freilich, habe ich gesagt, Roswitha, alles ist in Ordnung, habe ich gesagt. Da brauchst du dich gar nicht alle da bei mir. Ich bin wunschlos glücklich. Aber schau dir mal den Himmel an. Alter. Mann. Siehst du das, Alter? Da schaut es sehr gut aus da draußen. Und die Lachsfälle, Alter. So, Alter, ich bin jetzt da.
ganz brutal. Schlafen. Stehst. Wie du richtig gut riechst. Die anderen neben mir rieseln auch alle. Weil keine Ahnung, wie viele Stunden das sind. Und dann sehen wir uns im Denver. Für dich. Das darfst du einfach nicht verzeihen. Dann hat sie jetzt in seine faule Lounge reingenockt. Und ich kann nicht in seine Lounge rein. Und warum kann ich nicht in seine faule Lounge rein? Weil ich immer keinen Senatorstatus habe, verstehst du? Weil ich mich einfach eingraben kann. Aber das nächste, was ich jetzt tun muss, ich muss jetzt dann ganz aggressiv bei der Telekom rufen, indem das bei uns jetzt gerade 2 in der Früh ist, weil ich Volltortel im Flieger mein PIN dreimal falsch eingeben habe, indem das in eine auswendig weiß. Dreimal falsch eingeben, das heißt, mein SIM-Karten ist gesperrt. Ich Volltortel. Du kannst da hingehen beim Self-Checkout, verstehst du? Und kannst du einfach dein Zeug da nicht mehr. Jetzt geht's weiter, Alter. Ich sag's dir, jetzt gehen wir jetzt einmal einchecken in unser Geld und dann geht's da hin. Aber es ist richtig geil. Wie in einem Supermarkt, nur dass du alles umsonst hier nehmen kannst. Das ist brutal. Da gibt's Joghurt, Früchte, alles. Alles umsonst. Diese Tasche ist schon voll. Wirklich? Sag ich dir. Sagst du? Wenn's da was umsonst gibt, dann bist du sofort da. So eine absolut brutale View, muss ich dir da sagen, Alter. Schau dir das einmal an. Schau dir das einmal an. Gib dir einmal diese View. Verstehst? Alter, jetzt hab ich was gefunden, Mann. Das tun wir. Das tun wir. Einmal Sackel werfen jetzt. Jetzt pass auf mich obacht, hey. First try. Instant treffen, Alter. Hey. Ja, wahrscheinlich nichts im Instant treffen. Ich glaube, wir haben es warten, Alter. Hau ich die gerade. Alter, komm. Alter. Alter, so early morning, Alter. Schau dir das um, Mann. Breakfast, Alter. Das Wetter ist richtig scheiße draußen, das kann man schon mal sagen, Mann. Aber mei, man kann halt nicht aus, weißt du. Ist das alles für dich? Hast das, nur du das ist alles für mich, ja. Ja, das passt, Mann. Das mag ich, ja. Ich schau auf dich. Also, Abfahrt. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus dem traurigerweise regnerischen Arizona. Wir sind im Hotel angekommen, gestern relativ spät. Wir waren mal ziemlich fertig und haben dann einfach gesagt, wir gehen gleich direkt ins Bett. Wir sind jetzt heute schon am Parkplatz vom Hotel. Wir sind in dem Anders Scottsdale in Arizona. Und da im Hintergrund seht ihr schon die ganzen Autos. BMW sind wir, Namir sind wir, da ist der BMW XM. Da im Hintergrund ist der neue X5M Facelift und der X6M Facelift. Da ist der neue M2, mit dem wir morgen fahren, heute noch nicht. Das wird auf jeden Fall lustig, würde ich sagen. Und ja, wir nehmen euch da ein bisschen mit im Background und nachher gehen wir wieder richtig Gas. Und was ich noch vergessen habe, zum sagen, ich hoffe, dass morgen das Wetter besser wird. Heute ist sowieso nicht die Fahren angesagt, sondern das Event geht morgen eigentlich erst los. Und ja, dann schauen wir mal. Ich glaube, ich gehe wieder rein, weil nämlich der Regen irgendwie, der macht mich fertig. Also da war es bei uns im regnerischen Deutschland, war das Wetter besser als wir jetzt hier in Amerika. Aber gut. Man kann es nicht ändern, weil, wie sage ich immer so schön, das Leben ist keine Nudelsuppen. Yes! Liebe Leute, Alter, ich kann es euch gar nicht sagen, wie scheiße das wirklich hier das Wetter ist. Also mit dem hätte ich eigentlich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ja, eigentlich wären wir heute ja da, weißt du schon, mit BMW XM, M2 und M2 mit Performance Pass. Das seht ihr dann beim Michi im Video, quasi wenn es dann um das Auto geht, logischerweise. Aber ja, mein Problem ist halt jetzt einfach das, dass wir mir bei dem Scheißwetter halt einfach nichts machen können. Wir müssen uns höchstens einen Uber nehmen. Mit einem Uber könnte man dann eventuell in eine Cheesecake Factory fahren, weil ansonsten können wir auch nicht recht viel machen, verstehst? Weil wie gesagt, das Event geht eigentlich morgen erst los. Wir hätten eigentlich vorgehabt, dass wir mit den Autos statisch schon filmen, aber ja, ist halt leider nicht der Fall, weil bei dem Wetter hat es halt überhaupt gar keinen Sinn nicht. Aber ich schaue jetzt mal ins Fitnesscenter. Da soll nämlich der Michi drin sein. Beim Trainieren und dann frage ich mal, was ihm sein Plan ist da jetzt heuer. Alter, was ist mit dir los? Was du hier? Alter, was ist mit dir verkehrt, Mann? Hä? Geht jetzt heute noch mal was oder wie? Ich tue halt ein bisschen was. Du tust was, ja, ich mach auch was. Schau, ja, grüß euch, Kleidl, und sehe, was gerade meine. Aber mehr Gewicht haben die nicht da. Nee, das ist schon das Höchste. Das ist auch mal was. Bist du brutal, was ist denn das? Du hast mehr. Oh mein Mann, 50er. Ich bin ein Spurenleser. Ich bin jetzt hier, ja. Was machen wir jetzt?
was wir heute machen. Ja. Ja, es ist ja, bei dem Wetter können wir nicht wirklich Film machen. Wir wollten eigentlich Starters filmen eigentlich. Ja. Dass wir schon mal ein XM M2 für euch vorproduzieren, weil wir haben nämlich nur morgen einen Tag Zeit. Normalerweise hätten wir ja zwei Tage, aber wir müssen ja am Freitag schon wieder weiterfliegen. Das heißt, wir müssen morgen zwei Autos an einem Tag filmen und wollten eigentlich heute statisch das Ganze filmen, aber ich glaube, du hast wahrscheinlich schon draußen gezeigt, oder? Ja, es ist ein bisschen scheiße. Deswegen treiben wir jetzt ein bisschen Sport mit der Hoffnung, dass es dann später aufhört zu regnen. Und Cheesecake Factory. Ah ja, stimmt, einen gescheiten Cheesecake. Cheesecake, ja. Den müssen wir auch noch essen. Dann machen wir das, oder? Aber jetzt zieh du dir mal was an und trainierst mit mir mit, oder? So, Alter, abgedürzt jetzt. Jetzt ist das Video-Time angesagt. Jetzt geht's ans Eingemachte. Er ist schon ready, Alter. Ich bin auch ready. Mikrofon dran, Alter. Hinter uns stehen schon die Fahrzeuge. Über die handelt es sich logischerweise um ein M2 und um ein M2 mit Performance-Parts und um den neuen BMW XM. Da bin ich gespannt. Und jetzt packe ich meine Kamera und dann geht's. Reiß mal auf, Alter. Handschalter, geht los! So, liebe Leute, wir sind jetzt mit dem Videodreh sind wir jetzt fertig, beziehungsweise statische Filmen sind wir fertig, verstehst du? XM, schon ein Riesenschiff, gell, wenn man das so sieht, was das für ein riesen Auto ist. Das ist schon echt brutal. Da wird ja gerade das Buffet hergerichtet, verstehst du? Da gibt es jetzt dann ganz brutales Essen. Da M2 mit Performance Parts. Aber seht ihr natürlich dann alles im Video von Michi. Das ist die Lokation hier drin. Erstens L-Acoustics. Sie war, bester Lautsprecher, kann ich nur bestätigen, wirklich Wohnzimmer ideal. Das ist die Lokation für heute. Da sind wir jetzt dann, da ist jetzt die Veranstaltung, da kommen jetzt dann ein paar Leute und dann geht es da drin richtig ab, verstehst du? Da wird da eine absolute Fetigfeier da drin, dass du da einfach nur noch anspeibst. Genau. So, liebe Leute, ihr seht es im Hintergrund, die Veranstaltung ist schon voll in Gang, es ist alles schön angerichtet, schön beleuchtet und ich schneide euch jetzt ein paar Clips zusammen und dann bin ich raus für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt. Jetzt wieder richtig aufgerüst! Es regnet, was aber fallen kann. Es ist so ein Scheiß wieder, so ein Verhurz. Wirklich. Was denn? Ein halbiger Räuber, in Zukunft kann man so eine Veranstaltung auch in Germany halten, verstehst? Weil da ist es wieder genauso gut. Come to Arizona, da ist es. Come to Phoenix. It's gonna be a good weather, you know. Also, ein Turnsackerl hat er dabei, das ist gut. Alter Mann, wirklich, da ist es einfach so vorbei. Also Leute, wir sehen uns mal. Nicht dein Ernst! Du schau mal, wo du drin stehst, du Trottel! Alter, blurige Hinnergriff! Das ist einfach mein Untergang, Alter! Alter Mann! Also, viert euch! Grüß euch, Leidln! Guten Morgen! Alter! Heute schaut es mit dem Wetter auf jeden Fall besser her. Es regnet zumindest nicht. Alter, ich kann es dir gar nicht sagen. Ich bin in der Nacht wach geworden, weil auf einmal es so krass geregnet hat, dass auf dem Dach, ich habe gemeint, es wütet da raus ein Tornado. So laut war das. Also wirklich, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Ganz brutal. Wir gehen jetzt frühstücken. Dann ist die Schlüsselübergabe von den Autos. Und dann nehmen wir euch mit, logischerweise. Und dann geben wir ein bisschen Gas mit den Dingen. Also, ich hoffe, ihr habt einen Spaß. Genauso wie mir. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Dieri! Liebe Leute, wir sind jetzt wieder am Parkplatz vom Hotel. Hier im Hintergrund stehen jetzt auf jeden Fall mehr XM als wir gestern in ganz verschiedenen Farben. Ich muss ehrlich sagen, in Schwarz finde ich den gar nicht einmal so schlecht und in Grau, weil ich bin noch ein bisschen zwiegespalten mit dem Auto, muss ich wirklich sagen. Da bin ich noch eher ein bisschen da bei X5, X6 M zu Hause, muss ich ehrlich sagen. Aber das Rot, boah, Bruder, das ist schon echt crazy. Da haben wir noch 3 Zimmer BMW, aber das Rot. Mit Gold, das ist schon echt ein komplett verrücktes Becken.
Blau mit Gold. Ah, ich muss ehrlich sagen, ob ich jetzt da goldene Akzente hinmachen würde, sei jetzt einmal dahingestellt. Aber ja, auf der anderen Seite haben wir noch M2, auch Handschalter. Das ist eben das, genau das Geile. Und da vorne haben wir noch M2 in Grau und in Rot. Genau, jetzt packen wir unser Auto und dann geht's wieder richtig ab wieder. So, wir sind mittlerweile schon seit über einer gefühlten Stunde oder einer Stunde unterwegs. Wir sind mittlerweile mitten im irgendwo im verdammten Outback, Alter. Da ist einfach wirklich fucking nowhere, da ist nix, Alter. Und ja, wir wollen jetzt da hin, weil da haben nämlich ein paar Straßen, beziehungsweise in the Mountains drin, right over there. Und dann, ja. So, wir sind jetzt an einer Stelle, wo es vielleicht ein bisschen Wasser da ein bisschen. Ja. Geiler Scheiß, Alter. Das Coole ist das, der hat keinen OPF, nicht? Und das hat halt einfach klangtechnisch, hört sich das einfach ganz anders an, als wir mit OPF. Ich muss meine Schuhbandel binden. So, da waren gerade. Ich fand die nette Leute, haben mich gefragt, ob bei mir schon alles in Ordnung ist. Aber ich gesagt, ja, ja, wir machen da gerade absoluten Kaubohlen, träumen wir jetzt da. Da läuft einfach, Digga, da läuft halt einfach das Wasser von da einfach komplett über die Straße drüber. Und das ist nicht wenig. Ich bin da vorhin durchgefahren, ein bisschen schneller. Bruder, ich hab einfach nichts gesehen. Was tut denn also? Das hört sich irgendwie noch ein Viech an. Das hört sich irgendwie an, als wenn da Kühe. Mumus, verstehst? Aber ich weiß jetzt nicht, weil so wie man das da sieht, da, glaube ich, ist das nicht so optimal, wenn ich mich da hinstelle, weil ich denke mal, dass da ein bisschen spritzen wird. Alter. So, wir haben jetzt ungefähr 200 Kilometer woanders. Wir machen jetzt das Auto. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt, wo wir sind, aber ich glaube, das ist Prescott, kann das sein? Ich habe keine Ahnung, weil hinter mir steht nämlich Prescott. Unified School District drauf. Ich weiß nicht, ob das da der Name ist, da Prescott, aber ist eh wurscht. Auf jeden Fall, wir haben jetzt mit dem M2 fertig. Wir machen jetzt noch das Outro von dem Wagen und dann packen wir unseren XM. Und mit dem XM fahren wir dann weiter. Die nächste Route gehen wir mal wieder Richtung Phoenix zurück, weil ja, so ist es halt. Gell? Es ist auf jeden Fall kalt. In Phoenix war es auf jeden Fall wärmer. Deswegen habe ich mir eigentlich auch eine kurze Hosen angezogen, aber irgendwie. Ist da wirklich wie bei uns daheim. Da hat es halt einfach nur 8 Grad. Gell? Das ist es. Jetzt machen wir dann das Outro und dann ja, schauen wir weiter, wo uns die Reise hinführt. Alter, da ist ein Husky. Ja, feini. Schau dir mal an, was er für ein feini ist. Wie der lacht. Bruder, da ist es aus. Prescott Unified School District, verstehst du? So, jetzt geht's zum Mittagessen. So ein richtig cooles Wirtshaus ist das. Schon recht entspannt aus, muss man sagen. Alter, Vater, Mann, was hast du denn da angeschafft? Das ist ja ganz brutal, Alter. Und das Coole ist das, du kriegst immer automatisch Refill dein Getränk, verstehst du? Wenn du quasi ausgedrückt hast, kriegst du automatisch ein neues. Also da kannst du dich vollhauen, dass alles vorbei ist. Also, einen guten. Ach ja, was ich noch dazu sagen wollte, das war übrigens die Vorspeise, gell? Weil ich hab mir gedacht, ja, das ist als Vorspeise, kann man das nehmen. Aber irgendwie war das einfach, ich bin so voll, ich kann es dir gar nicht sagen. Und jetzt da kriege ich einen halben Pfund großen Burger. Also ich weiß nicht, wo ich das hin soll. Gott sei Dank ist er nicht so groß. Wenn ich mir die Portionen als Vorspeise angeschaut habe, habe ich mir gedacht, der Burger ist riesig. Aber von dem her geht's, der ist schon zum Schaffen, da ist so. Was hast du, Schönes? Händel. Kickerl. So, Alter, neues Auto, neues Glück. Wir sitzen jetzt im BMW XM, in dem All New X, verstehst du? Noch vergessen, was heftig ist, ist der doch im Schau, diesem Jahr. Das ist aggressiv dreidimensional. Das ist ganz brutal. Und ich sitze da drin wirklich wie der El Presidente selber. Du hast da ein riesen Raumgefühl. Nach hinten geht es nochmal ungefähr 5 Meter und nach vorn total verrückt. Alter. Ein riesen Karren, Alter. Oder? Was sagst du dazu? Das ist ja so, dass es so ist. Es ist ja so, da ist so.
Ja, man hört halt ganz genau, dass hinter mir irgendwo Lautsprecher platzieren, die wo den Sound imitieren von dem V8 und von dem Geblubber. Das finde ich ein bisschen schade, aber ansonsten ist vorherin mega, mega geil. Wirklich ultra geil. Mit der Ambientebeleuchtung da oben massiv. So Leute, wir haben leider hier ein kleines Problem. Großes Problem. Mit dem Sebastian muss ein paar Geschäfte führen. Ja, leider. Und er hat nichts Passendes dabei. Und ich habe gesagt, schau mal hin. Du bist ein Haufen Gras. Ein Haufen Gras, das Busch, da hast alles. Da hast du Wasser. Ist für Gras. Ja, das reicht für dich. Blöd im Schell. Das reicht für dich. Also jetzt gehst du da hinten irgendwo in Decken rein, ansonsten nimmst du halt ein bisschen Bundel Erde. Weiß, so ist das früher auch gewesen. Da sind jetzt gerade ein paar Personen da, von denen habe ich gerade ein Foto gemacht, natürlich inklusive mir mit Selfie. Wir haben jetzt gerade einen brutalen Aussichtsspot. Schau dir das einmal an, was da für eine View ist. Also das ist halt schon echt extrem geil. Wie weit das man da sieht und wie lang das da flach ist, Digga. Das ist genau mal wieder, verstehst du? This is exactly the reason why I'm here. Verstehst du, Alter? Hey? Die Leute hinter mir werden sich denken, ist der eigentlich komplett geschissen blöd, Alter? Hey? Warum schaut das Auto so aus, fragen sie. Dann sage ich halt einfach, ja, weil er einfach da ist, so ist, weil er so ist. Die schauen mich schon an, die Dinge, und sehen sich wie ein kompletter Fall. Also, wir packen es wieder, vierte. Brutalen Sonnenuntergang, Alter, neigt sich auch der Tag schon schön langsam wieder zu Ende. Verstehst? Das war's mit dem Event von BMW. Auf jeden Fall war es richtig cool. Für uns geht es auf jeden Fall noch weiter. Wir haben heute noch Abendessen ganz normal, dann wird man morgen früh ausgecheckt und dann fliegen wir mir morgen nach Orlando und da geht es dann weiter. Gell? Also, wir wünschen euch einen schönen Abend und auf Wiedersehen! Oh my God, it's so incredible. Oh my gosh. I've been traveling since 26 years. Oh my gosh. Yeah, I swear to God, it's so incredible here with all the palms lighted up, you know. Einen wunderbaren guten Morgen. Hier checken wir jetzt aus. Es ist kurz nach 6. Wetter ist heute traumhaft, Sonnenuntergang war gestern ganz brutal. Wir fliegen jetzt halt nach Orlando und mit Glück sehen wir da heute Abend bei Cape Canaveral, bei der Raketenabschussplattform, eine Falcon 9 starten. Das wäre natürlich mega geil. Schauen wir, ob wir bis dahin schon da sind, weil das wäre natürlich schon ganz brutal. Okay? Wir setzen uns jetzt im Flieger rein und dann geht's aber. Ganz brutal ab. Gut, erst müssen wir ausstecken, dann müssen wir zum Flughafen. Du weißt ja, das ganze Prozedere ist. So da, Alter, sein Koffer fährt von allein, Alter, ich muss meinen Schirm. Ja, Pirelli-Reifen drauf, ich Plastik. Ja, sein Koffer fährt einfach wirklich von allein. Alter, aber mit. Ach, Bruder. Oh Mann, Alter. So, jetzt ist es gleich. Ein Pirelli-Reifen, ja. Alter, bei uns ist es gleich Boarding, Alter.
Und dann geht sowas von dermaßen nach Orlando. Orlando. Kacke, ich tue die so.